Weihnachten ist der Geburtstag von Jesus. Und die Geburtsgeschichte von Jesus ist was Besonderes. Da sind diese Hirten auf dem Feld. Die sind bei ihren Schafen. Die hüten ihre Schafe. Und dann auf einmal erscheint ihnen ein Engel. Und dieser Engel, der sagt ihnen, hey, ich habe eine super Nachricht für euch. Eine ganz besondere Nachricht. Heute ist der Heiland geboren. Der Retter, der von Gott gesandt wurde. Und der ist geboren in einem Stall. Und ihr seid zum Geburtstag eingeladen. Die Hirten, die nehmen diese Geburtstagseinladung direkt an. Sie machen sich auf den Weg und dann finden sie diesen Jesus in der Futterkrippe. In dieser Futterkrippe liegt das neugeborene, ganz kleine, winzige Baby. Josef und Maria hatten keine andere Unterkunft mehr gefunden. Und so liegt dieses kleine, neugeborene Baby in der Futterkrippe. Jesus kommt also nicht im Krankenhaus zur Welt, wie die meisten von uns heute oder heutzutage auf die Welt gekommen sind, sondern in einem Stall. Und dort sind es Maria und Josef, vielleicht ein paar Tiere, auf jeden Fall aber die Hirten und dann noch einige weise Männer aus dem Morgenland, die diesen ersten Geburtstag, die Geburt von Jesus, feiern. Und das war das allererste Weihnachten, dieser nullte Geburtstag von Jesus, das erste Weihnachten. Und seitdem feiern Menschen überall auf der Welt Weihnachten. Seit knapp 2000 Jahren wird Weihnachten gefeiert an irgendwelchen Orten. Und irgendwann ist es dann aber passiert, dass an Weihnachten immer mehr dekoriert wird, dass viele Tannenbäume aufgestellt werden, dass man Weihnachtsmärkte hat, dass man da viel kauft, dass man Geschenke kauft, dass man auch viel im Stress ist. Viele von den Dingen sind sehr schöne Sachen, aber sie haben auch dazu geführt, dass dieses Geburtstagskind, dieses kleine Kind in der Krippe, immer mehr aus dem Fokus gerückt ist. Es gibt eine Geschichte von einem Traum von einem kleinen Jungen, die möchte ich dir kurz erzählen. Der Junge heißt Philipp. Und der Philipp, der hat bald Geburtstag. Und deswegen freut er sich auch schon sehr darauf. Und er träumt dann eines Tages von seinem Geburtstag. Er träumt, dass er ganz viele Leute zu seinem Geburtstag einlädt. Er verteilt die Einladung, lädt seine Freunde ein und fängt auch an, so das Haus schön zu machen, die Räume, in denen er feiern will. Und in seinem Traum wird aus diesem Haus so ein richtiges Geburtstagsschloss, das super vorbereitet ist, in dem alles schön ist. Und er merkt, wie seine Freunde sich Gedanken machen, hinter seinem Rücken tuscheln, was sie ihm schenken könnten und sich wirklich vorbereiten. Und die Vorfreude in seinem ganzen Bekannten- und Freundeskreis, die steigt. Alle freuen sich mit ihm auf seinen Geburtstag. Und dann ist es soweit. Das Haus und der Raum, in dem er feiert, ist super schön hergerichtet. Und die Leute kommen, seine Freunde, seine Familie, seine Verwandten. Und sie kommen mit ihren Geschenken, bringen die mit, laufen in das Haus rein und der Philipp ist fröhlich und freut sich und sieht sie, aber die laufen alle an ihm vorbei. Und irgendwie wird er von niemandem beachtet. Es ist so, als wäre er Luft für die Leute. Und die Leute kommen mit ihren Geschenken und gehen in den Raum rein, wo die Feier stattfinden wird. Sie laufen alle vorbei, reden miteinander, freuen sich, sind fröhlich, haben die Geschenke dabei, genießen die Dekoration, genießen auch, dass es da jetzt gleich was Gutes zu essen gibt. Und sie gehen alle in diesen Raum rein und dann sind alle da und dann wird dem Philipp vor der Nase die Tür zugeschlagen. Alle, die er eingeladen hat, alle, die sich so mit ihm gefreut haben, alle, die sich so auf dieses Fest vorbereitet haben, sind jetzt in diesem Raum, um zu feiern, aber er selber, der Philipp, steht vor der Tür. Und es wird auf einmal ein richtiger Albtraum für Philipp. Es fühlt sich richtig blöd an. Er fühlt sich ausgeschlossen, ignoriert, übersehen. Und dann wacht er auf, weil sein Papa oder seine Mama zum Bett kommen und fragen, was ist denn los? Du hast geschrien und auf dein Bett geschlagen. Und dann merkt der Philipp, er hat geträumt, während diese Tür getrommelt hat und wie er vor der Tür stand, aber nicht rein durfte. Im Gespräch mit seiner Mutter klärt der Philipp das dann. Und die Mutter gibt ihm den Hinweis, dass er vielleicht gar nicht so sehr von seinem eigenen Geburtstag geträumt hat, der bald kommt, sondern vielleicht von Weihnachten und von dem Geburtstag von Jesus. Diese Geschichte ist so eine Art Metapher oder so eine Art Gleichnis. Und es stellt uns die Frage, feiern wir eigentlich den Geburtstag von Jesus mit dem Geburtstagskind oder ohne das Geburtstagskind? Es ist bei uns doch auch so, dass wir uns auf Weihnachten vorbereiten, dass diese Vorweihnachtszeit eine schöne Zeit ist. Auch stressig,
aber auch eine Zeit, wo man sich wirklich Gedanken macht über Weihnachtsbäume, über Deko, über Geschenke. Man kauft viele Sachen ein, man plant ein gutes Essen, man reserviert Restaurants. Man macht ganz viele Dinge, die man sonst nicht so in dieser Intensität macht. Und man macht sie alle, weil Weihnachten ist, weil der Geburtstag von Jesus vor der Tür steht. Und dann stellt sich aber doch die Frage, wenn wir dann Weihnachten feiern, wo ist Jesus da? Lassen wir Jesus rein? Öffnen wir die Tür für ihn? Spielt er eine Rolle bei seinem eigenen Geburtstag? Oder ist er mehr wie dieser Philipp in seinem Traum, der vor der Tür steht und der zwar die ganze Vorbereitung irgendwie mitbekommen hat, der auch gerne dabei ist und der sich mit uns freut, dass wir all diese schönen Dinge machen, aber der dann letztendlich doch vor der Tür bleibt? Ich glaube, dass Jesus sich freut, wenn es uns gut geht. Und ich glaube, Jesus freut sich mit jedem von uns, der an Weihnachten sich freut, an Weihnachtsmärkten, an Tannenbäumen, an der schönen Deko, an den Lichtern im Dunkeln, in der dunklen Winterzeit, an all diesen Dingen. Und ich glaube, er freut sich auch mit uns, wenn wir an Weihnachten schön feiern, mit unseren Freunden und Familie, mit unseren Verwandten, wenn wir uns austauschen, mitkriegen, was bei den anderen läuft, uns updaten, all diese Sachen. Ich glaube, Jesus freut sich mit. Weil Jesus ist es wichtiger, dass es uns gut geht, als es ihm wichtig ist, dass es ihm selber gut geht. Und selbst wenn ihn das mit Traurigkeit erfüllt, glaube ich trotzdem, dass er sich für uns freut, wenn wir schöne Zeiten haben. Aber ich glaube, er freut sich noch mehr, wenn wir Leute sind, die nicht die Tür ihm vor der Nase zuschlagen, sondern wenn wir Weihnachten wirklich seinen Geburtstag feiern. Und ich glaube, eine ganz einfache Möglichkeit dafür ist es, an Weihnachten auch dem Geburtstagskind Danke zu sagen. Und ich glaube, eine gute Möglichkeit, das zu machen, ist es, vielleicht unter dem Tannenbaum, oder vorm Essen an Weihnachten, oder am Abend, wenn sich der Trubel gelegt hat, sich Zeit zu nehmen und kurz ein paar Sätze zu formulieren und zu sagen, danke Jesus, dass wir heute deinen Geburtstag feiern. Danke Jesus, dass wir an deinem Geburtstag Geschenke bekommen. Danke Jesus, dass wir so eine Zeit, so eine schöne Zeit erleben dürfen an deinem Geburtstag. Und ich glaube, dann sind wir wie jemand, der die Tür öffnet und der den Geburtstag von Jesus mit Jesus auch feiert. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann tut es uns gut, weil Jesus sich darüber freut, weil wir Danke sagen und unsere Dankbarkeit ausdrücken können. Und es tut auch dem Fest gut, das wir feiern, weil wir nicht vergessen, was der Mittelpunkt und was auch der Ursprung von diesem Fest ist. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche dir, dass du coole Gespräche hast mit deiner Familie oder mit deinen Verwandten oder mit wem auch immer du feierst. Ich wünsche dir auch, dass du ein gutes Gespräch mit Jesus hast und dass du jemand bist, der die Tür für Jesus aufmacht und sie ihm nicht vor der Nase zuschlägt. In diesem Sinne, schöne Weihnachten. Genieß das Fest und genieß, dass wir Jesus feiern und dass er dabei sein wird. Wir sehen uns im nächsten Video.